Servus, liebe 1000 PS-Freunde, hier aus den wunderschönen Weinbergen rund um Baden. Und der Retro-Trend lässt ja nicht nach und Kawasaki hat da jetzt zwei ganz tolle Modelle auf den Markt gebracht, und zwar einmal die Z900 RS und die Z900 RS Café, wie sie hier hinter mir steht. Und die probiere ich heute aus, also bleibt dran, und wie das Ganze aussieht, seht ihr im Video. In the past, head in the future, also das Herz in der Vergangenheit und aber der Kopf in der Zukunft. Das ist so das Motto von Kawasaki bei dem Modell und es ist sehr gut gelungen, meiner Meinung nach. Ich bin gerade schon ausgiebig gefahren und es hat ordentlich Spaß gemacht. Zu den Fahreindrücken komme ich aber gleich noch. Ich lege jetzt erstmal los mit den technischen Details und den optischen Details. Wie ihr seht, ist es etwas windig. Ich hoffe, das passt vom Ton her. So, wir fangen bei dem Motor an und der ist von der Z900 abstammend. Wir haben hier den reinen Vierzylinder Viertaktmotor mit 111 PS bei 8500 Umdrehungen pro Minute und ein maximales Drehmoment von 98,5 Newtonmeter bei 6500 Umdrehungen. Wir haben einen Gitterrohrrahmen, das Gesamtgewicht fahrfertig liegt bei 216 Kilogramm. Und wir haben eine 41 mm Upside-Down-Gabel und die ist vorne voll einstellbar, also in Druckstufe, Federvorspannung und Zugstufe. Und das Fahrwerk hinten ist in Zugstufe und Federvorspannung auch einstellbar. Ja, und optisch haben wir hier natürlich ein sehr retro-orientiertes Bike stehen, aber was die Technik angeht, sind wir hier top modern unterwegs. Wir haben natürlich ABS mit drin, wir haben eine zweistufig einstellbare und aber auch abstellbare Traktionskontrolle mit drin und eine Anti-Hopping-Kupplung. RS steht ja für Retro-Sport und das ist bei dem Modell hier jetzt noch ausgeprägter vorhanden. Fangen wir mal hier vorne an. Wir haben die Halbschale, die Bikini-Verkleidung. Und dann haben wir hier einen sportlich positionierteren Lenker. Wir haben eine etwas niedrigere Sitzposition wie bei der Z900 RS. Wir haben hier nämlich 820 mm und bei der Z900 RS waren es 835 mm. Der Höcker ist anders und das Ganze ist wirklich so schön im Café Racer Design, wie man so aus den 70er Jahren kennt, wo die damals in England zum Beispiel ihre Maschinen, die Serienmotorräder umgebaut haben, um dann auf illegalen Straßenrennen unterwegs zu sein. Ich finde, die Optik ist wirklich sehr, sehr gelungen und die ist ja auf Basis der Ikone, der Z1 aus den 70er Jahren, und die will ich mir nachher noch mal genauer anschauen. Die steht nämlich bei Kawasaki Österreich, wo ich dann nachher die Maschine schweren Herzens wieder zurückgeben muss. Zu den Rädern, also wir haben hier Gussreifen mit Speichendesign. Fand ich erst ein bisschen schade, dass es keine Speichenräder sind, aber die sind natürlich in der Herstellung noch wesentlich teurer und ich finde, das ist sehr gut gelungen, weil das schon deutlich an diese Optik erinnert. Und wir haben hier Dunlop GPR 300 Reifen drauf, hinten 180 und vorne 120er. Was ich auch sehr gelungen finde, ist, dass der Motor optisch an den damaligen luftgekühlten Motor angelehnt ist, ist aber jetzt ein flüssigkeitsgekühlter Motor. Der Auspuff ist jetzt hier mit einem matten Finish, der ist bei der Z900 RS in so einem Hochglanz-Silber. Die komplette Lichtanlage, also Scheinwerfer, Blinker und Rücklicht, sind LED bei dem Modell. Und was ich wirklich ganz cool finde, ist, dass zum Beispiel beim Rücklicht es so gestaltet ist, dass es aussieht, als wäre es diese ursprüngliche Glühbirne, sind aber LED-Lichter. Eins meiner Highlights hier auch
designtechnisch von dem Modell ist auf jeden Fall das Display. Und zwar haben wir hier zwei analoge Elemente. Einmal haben wir hier die Geschwindigkeitsanzeige und dann die Drehzahlanzeige. Und die schauen richtig schön klassisch aus. Das Ganze wird aber verbunden in der Mitte durch das digitale Element, das mir wirklich alle wichtigen Informationen anzeigt. Also eine Ganganzeige, Uhrzeit, Kilometerstand, Temperatur vom Motor, Tankanzeige, aber sogar auch die Einstellung der Traktionskontrolle, die ich übrigens auch während der Fahrt verstellen kann in der Stufe, also 1 oder 2, und im Stand sogar deaktivieren kann. Ja, und ich konnte das Modell ja heute schon ausgiebig ausprobieren und es war wirklich genial. Dieses Ding macht so viel Spaß. Das schiebt richtig an. Es ist so handlich und präzise einlenkbar und agil. Und da merkt man wirklich von dem Retro-Charakter eigentlich nichts mehr wirklich. Das ist ein top modernes Fahrgefühl. Und jetzt schon mal zur Sitzhöhe. Ich setze mich mal drauf. Von der Sitzposition her finde ich es wirklich sehr, sehr angenehm, weil wir haben zwar hier eine sportlichere Position auch der Handgriffe, aber ich finde es noch sehr angenehm, auch bei der längeren Fahrt. Ich kenne es von anderen Kaffee Racern, dass es noch extremer ist und dass es dann noch mehr auf die Handgelenke geht. Also das finde ich sehr gut gelöst. Und der Windschutz ist natürlich mehr da als bei einer nackten, ist ja klar. Was ich auch sehr positiv finde, ist, dass man die Hebel voll einstellen kann. Gerade ich mit meinen nicht ganz so großen Händen kann davon profitieren. Außerdem vom Fahrwerk her war es für mich sehr, sehr gut eingestellt. Aber theoretisch könnte ich sogar vorne die Gabel voll einstellen und hinten in Zugstufe und Federvorspannung. Der Motor macht richtig Spaß. Also richtig, der ist total sportlich. Das Ansprechverhalten ist super und jetzt vergleichen wir es mit der Z900. Haben wir hier zwar nur 111 PS statt 125,4 PS. Dafür liegt aber das maximale Drehmoment um 1200 Umdrehungen früher an. Und diesen Druck unten raus, den merkt man total. Und das war richtig, richtig leibernd. Also ich habe mich heute Morgen auf das Motorrad draufgesetzt und habe mich eigentlich direkt wohlgefühlt. Es ist richtig handlich, es fühlt sich sehr leicht an und es lässt sich sehr präzise in die Kurven einlenken. Bremsen funktionieren super, da kann man überhaupt nicht meckern. Display ist super ablesbar, also auch bei Sonneneinstrahlung, mal mehr, mal weniger, ist das gar kein Problem. Wir haben einen super Sound, also ich muss echt sagen, dieses tiefe Grollen macht richtig was her und macht dem Fahrer richtig Spaß, auch während der Fahrt das zu hören. Also da ist Kawasaki wirklich ein geniales Modell. Gelungen, das perfekt den Spagat zwischen Moderne und Retro schafft. Also vom Fahren her haben wir wirklich dieses moderne, sportliche Fahren mit den Assistenzsystemen. Und von der Optik her ist es aber wirklich sehr nahe am klassischen Modell der Ikone der Z1. Und ich muss jetzt schweren Herzens die Maschine schon wieder zurückbewegen zu Kawasaki Österreich. Aber da wartet der Magic Alloys, wie er genannt wird, auf mich. Und da haben wir auch die ursprüngliche Z1 stehen. Also ich bin mal gespannt, was der mir noch alles so erzählen kann. Also bleibt dran. So, ich bin zurück bei Kawasaki Österreich und neben mir steht der bekannte Magic Alloys, man hat mir ja schon viel von dir erzählt und ich wollte jetzt mit dir nochmal quatschen. Wir haben nämlich hier schon schön die Motorräder positioniert und ich hatte ja einen Riesenspaß heute auf der Kawasaki Z900 RS Café. Du bist ja auch schon gefahren, oder? Ja, ich habe sie probiert. Das liegt halt irgendwie ein bisschen auch in meinem Beruf. Das liegt schon etwas länger her und ja, das tagesaktuell kann man sagen. Ja, vom Fahren her war es wirklich ein Traum. Also man setzt sich drauf, fühlt sich direkt wohl und merkt einfach, dass da ganz viel moderne Technik drin steckt in einem super schön designten Retro-Bike. Und ja, jetzt zu den Unterschieden zu einem ganz alten Modell. Du hast mir ja gerade schon erzählt,
Die ursprüngliche Z1 hat man auch Witwenmacher genannt. Kannst du mal kurz was dazu sagen, wie kommt es zu so einem Ausdruck? Ja, damals, wie das Modell am österreichischen Markt gekommen ist oder generell am Weltmarkt, hat es kaum was Vergleichbares gegeben an Motorleistung, weil ja wirklich die mit 81 PS so ziemlich das stärkste Ding war. Und ja, das Fahrwerk und die Bremsen waren eigentlich der Motorleistung etwas unterlegen. Ja, ich sehe schon nicht mal gelochte Bremsscheibe, sondern einfach... Ja, man hat einfach eine volle Bremsscheibe montiert, hinten Trommelbremse und meistens ja eben nur eine Scheibe. Und ja, ich sage einmal, damals war das auch schon wie ABS, das hat kaum blockiert, wenn du es angezogen hast. Also so toll ist sie nicht gegangen, aber man hat sich auch der starken Motorleistung mehr erfreut wie allen anderen. Und das ist erst viel später mit den Jahren gekommen, dass natürlich ein tolles Fahrwerk dazu gehört, eine tolle Bremsanlage und generell eine tolle fahrbare Charakteristik her muss. Und das spielen eben diese neuen modernen Motorräder viel mehr. Also ich sage einmal, ich setze mich auf das Ding drauf und nach ein paar Metern ist das genau mein Motorrad. Das gibt mir ein tolles Gefühl vom Motor, vom Fahrwerk, vom Handling, wie das einlenkt, von den Bremsen. Man muss sich gar nicht jetzt lang sich damit anfreunden. Man hat das Gefühl, ey, das gehört eh schon mir 5 Jahre. Also ein tolles Gerät. Jan Alois, vielleicht kannst du mir jetzt noch mal genauer im Detail erklären, warum dieses Motorrad so sportlich und gut fährt, wie es fährt, was da jetzt geschehen ist, dass es eben zu diesem tollen Fahrerlebnis führt. Also ich denke mal, den meisten Anteil hat der Motor. Der Motor ist ein richtiger Naked-Motor, also ist eigentlich speziell für eben Durchzug von unten raus gefertigt, also sprich anderes Spannungs-Sub-Verhältnis wie die üblichen Supersportmotore. Das heißt, von denen lebt dieses Aggregat am meisten und hat jetzt bei der Z900 RS noch besondere Vorteile. Wir haben die Getriebeübersetzung so abgestimmt, wenn man doch häufig zu zweit fahren wird. Der erste Gang ist kürzer, die anderen Gänge sind an und für sich ident wie mit der Z900. Der letzte Gang ist etwas länger, damit der Motor dann nicht so hoch dreht. Und die Massen im Motor drin, wie Schwungrad, Kurwelle, sind etwas höher. Das heißt, der Motor ist nicht so aggressiv beim Gasanlegen und auch beim Zurückschalten ist er etwas weicher. Und man hat dann sehr viele Feinheiten wie eine Assist- und Slipper-Kupplung drinnen. Also die Handkraft an der Kupplung ist ja wirklich ganz gering. Wir haben dann, wenn wir weitergehen, über den Rahmen und Fahrwerk wirklich sehr moderne Komponenten, also einen Gitterrohrrahmen, wo der Motor als tragendes Teil wirkt. Wir haben eine sehr hochwertige Upside-Down-Gabel verbaut. Wir haben Monoblock-Bremszangen montiert. Wir haben eine Radialbremspumpe. Also das sind sehr hochwertige Komponenten, die sonst Supersportmotorräder haben. Ja. Quickshifter haben wir keinen, gell? In dem Fall ist kein Quickshifter vorhanden bei dem Modell. Ja, wir haben Elektronik, Traktionskontrolle mit 2 Stufen. Soll natürlich ja, den Fahrer unterstützen. Auch das schnelle ABS ist verbaut, also der Fahrer spürt die Arbeit des ABS kaum. Und die Geometrie ist vom Rahmen ist wirklich sehr gut ausgelegt, dass es sehr handlich ist. Und gerade bei der Kaffee, man hat etwas nach vorne geneigte Sitzposition durch den Lenker. Und auch diese Verkleidung ist eigentlich sehr hilfreich, wenn man dann doch vielleicht längere Fahrten macht auf Autobahnen und so, man hat sehr guten Windschutz. Absolut, wir hatten heute sehr viel Wind und ich war sehr froh um den Windschutz und auch darüber, dass es zwar schon im Café Racer Design ist, aber dann auch nicht zu extrem. Also ich fand es schon deutlich angenehmer so, dass ich halt wirklich nicht zu sehr ständig auf den Handballen drauflege. Und das fand ich schon sehr positiv. Auch der Sitz war sehr bequem und von der Sitzhöhe auch sehr angenehm. Ich denke, da haben große Fahrer Spaß, genauso wie kleinere Fahrer. Ich denke, das ist. Wie war das für dich? Du bist ja übrigens eigentlich ist der Größenunterschied so hoch. Wie war das für dich als sehr großen Fahrer, die zu fahren? Also ich bin mit der Standardsitzhöhe gefahren und das ist für mich okay. Mhm. Wobei ich sogar die etwas tiefere Sitzbank lieber habe. Die schaut für mich optisch besser aus. Und das war damals genau meine Zeit, wo ich begonnen habe mit solchen Motorrädern.
meine ersten Motorradaktivitäten zu fahren und da hatte ich eine ausgenommene Sitzbank, obwohl ich trotzdem damals auch schon bei 1,90 Meter war. Und es hat mir einfach wegen der Optik besser gefallen. Also wir haben hier 835 mm Sitzhöhe, hier 820 und es gibt dann auch eine tiefere Bank für 800 mm Sitzhöhe hier. Also Magic Alloys, ich sage vielen Dank für die ganzen Infos, war super spannend und ein mega, mega leibender Tag. Es hat richtig, richtig viel Laune gemacht, das Gerät zu bewegen. Und ja, wir werden bald in der Schweiz dieses Modell mit diesem hier, also die Café und die Z900 RS, wirklich im direkten Vergleich miteinander ausprobieren. Also schalte da unbedingt auch wieder ein. Das wird ein super spannender Test. Und ja, danke fürs Zuschauen. Schaut euch mal in unseren neuen Instagram-Kanal rein, 1000PS-Official. Haben wir jetzt ganz neu auch dazu gemacht. Und lasst eure Kommentare da. Was haltet ihr von den Modellen? Welches wäre euer Favorit? Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.